Ja, ich bin bei der Verkabelung der Beleuchtung. Eins habe ich jetzt schon fertig. Das ist hier. Ich nehme diese speziellen LDS, LDC, LEDs, glaube ich, heißen die. Ich schreibe es unten dann dazu, was das für eine sind. Die kann man nämlich schön durchschneiden. Das bekommt man so als, ich zeige es euch, eben als Band. Genau. Das bekommt man als Band. Die kann man da durchschneiden und dann, man kann natürlich das Ganze auch so verwenden für eben Girlanden, Beleuchtete oder so. Aber eben für meinen Fall brauche ich ja eben beim Leuchtturm immer Abstand, so wie da beim ersten einmal so um die 10 cm, der nächste ist jetzt 9 cm. Und da schneidet man einfach da, da ist ein Strich, mal schauen, ob das so vielleicht sichtbarer ist, da ist ein Strich und da schneidet man das durch, herunter. Und dann hat man solche kleinen Blättchen. Man braucht natürlich auch Kabel. Die tun wir an den Enden jetzt da befreien von den, von der Umhüllung. Man braucht da nicht viel, aber eben, das ist ja auch sehr klein, wo das drauf kommt. Die tun wir jetzt da verzinnen und dann löten wir das Ganze auf das. Was ich auch, ich habe ja solche Kästen gemacht, Lichtkästen, und da habe ich, vielleicht, dass man sehen kann, eben so hinein. Löcher kann man nicht sagen, aber jedenfalls seine Kerben reingemacht, damit das dann auch da reinpasst. Der ist ja knapp da bei dieser Dings, aber man kann die ein bisschen biegen, das ist aber auch ein Vorteil von denen. Ja. Jedenfalls, ja, seht ihr dann, die Kabel passen da schön rein. Und jetzt kommen dann auf der Seite weiter kabeln. Ich verzinne das jetzt, das zeige ich euch nicht, das werdet ihr wohl selber kennen. Und dann geht's weiter. Wie ihr das Kabel verzinnt, das kennt, wisst ihr eh. Ich zeige euch jetzt da, wie man das jetzt da direkt auf der, die Kabeln eben da wieder aufbringt auf diese LED. Ich habe gelesen oder gesehen, ist mal da ein bisschen drüber. Schleifen soll, damit das Ziehen besser hält. Also mache ich das. Und wir bringen jetzt da 3 Zinntropfen auf. Jeweils auf eines dieser Kontakte. Wir fangen an nochmal mit der 5 Volt. Ja, das sind es jetzt nicht. Da haben wir leider eine Brücke, weil das ist immer das Schwierige, dass wir da keine Brücken zusammenbekommen. Mal schauen, dass wir das ein bisschen da wieder runterholen. Ja, habe ich auseinanderbekommen. Sehr gut. Dann fällt noch der GND. Passt. Hat auch einen Tropfen.
Also, ein Tipp, wie ich das jetzt mache, die Temperatur ist so 350 Grad. Auf den Lötkolben ist ein Zinntropfen, damit die Fläche größer ist, die erhitzt. Und ja, wir machen jetzt da die drei Kabel. Fangen jetzt mit dem schwarzen an, also weil ich Rechtshändler bin, fange ich von links nach rechts an. Und den habe ich vorverzinnt. Brauche ich dann nur da draufhalten. Passt. Haltet. So, in der Mitte kommt der weiße. Der ist ein bisschen zu lange. Schneiden wir noch ab. Haltet. Und zum Schluss dann der rote. Der ist auch. Lange, den machen wir dann auch noch. Am dritten fuckt es meistens ein bisschen, aber ich habe es geschafft. Ihr seht, die drei sind jetzt angelötet und jetzt kann man an der anderen Seite wieder ein frisches anlöten. Warum ich jetzt das immer aufklebe, ihr könnt sehen, vielleicht die biegen sich recht. Und wenn ich das jetzt mit der Krokodilklammer mache, dann gibt das immer nach. Deswegen klebe ich das lieber da auf, dann habe ich einen Halt und das passt dann. Also so müsst ihr dann schauen, dass ihr dann eben schön eben die drei nebeneinander anlötet. Und wie ihr seht, habe ich da jetzt schon 1, 2, 3, 4. Insgesamt müssen 9 zusammengelötet werden. Die Längen sind immer die Längen, die zwischen die Fenster sind. Die brauche ich dann. Und ich habe dann eben diese Lichtboxen, ich zeige das euch eben an der ersten, diese Lichtboxen habe ich ja gemacht schon und ihr seht, da habe ich jetzt Löcher passend reingemacht. Das kommt dann so rein, ja, geht zum nächsten und zur nächsten Lichtbox. Bei den viereckigen ist es ein bisschen knapp, aber es geht sich dann trotzdem irgendwie doch aus. Also schaut dann so aus. Muss man ganz knapp zu. Das können wir ein bisschen reingeben. Und dann muss man da auch das wieder in diese. Gut. Ist gut, dass da ist es ja wieder gut, dass ich das biege, ja. Und dann ist das auch drinnen. Wobei ich mir beim Überlegen bin, ob ich diese nicht ein bisschen größer nochmal ausdrucke. Gut, da kommt dann wieder ein Ding, ein quadratisches. Ja, muss ich aber erst die Löcher machen. Und da kommt wieder da kommt ein rechteckiges und da kommt wieder ein quadratisches. Und jetzt haben wir eigentlich den Zugang, der eben auf die andere Seite geht. Und von dem geht es dann wieder weiter. Ihr werdet es dann beim Einbauen, zeige ich euch das eh noch, wie das sein wird. Ah ja, Tipps. 350 Grad habe ich gesagt. Das ist ungefähr die Hitze, die auch dieser Streifen aushält, aber auch eben wo schön löten geht. Es soll immer etwas ziehen, oben bleiben. Wenn man fertig ist, erst beim nächsten Gebrauch vorher putzen und
auch, dass der Draht eben schön heiß wird, immer vorher einen Tropfen raufgeben, dann auf den Draht, dann umschließt er das schon ein bisschen und der Draht wird schneller heiß und dadurch funktioniert das Löten schneller. Ja, so viel einmal zu meinen Lötarbeiten, die ich da jetzt gerade durchführe für den Leuchtturm. Ja, die Löterei ist vorbei, wenn man so schön sagen möchte. Wir haben die neuen LEDs, die wir für die neuen Fenster brauchen, hintereinander eben mit der richtigen Länge auch von den Kabeln zusammengelötet. Auch die ganzen Lichtkästen habe ich jetzt da eben jeweils eben drei Löcher gemacht, damit die drei Kabeln jeweils durchgehen. Es geht auch sogar in diesen kleinen rein, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, aber es funktioniert. Und jetzt haben wir das fertig, aber jetzt da müssen wir das alles erst einmal testen. Und ja, das heißt auch, dass wir jetzt uns einmal über ein Arduino, mein, bei mir ist es nicht der Arduino, sondern eine Lego, aber der arbeitet ja mit der Software von Arduino, auseinandersetzen müssen. Ich habe mich schon ein bisschen auseinandergesetzt und auch schon ein Programm gefunden. Natürlich muss ich das jetzt an meine Situation anpassen. Das heißt, das Programm muss ich dann schreiben und dann darauf spielen und dann müssen wir es auch anschließen. Ich habe mir vorgestellt, eben, dass ich es über diese Platte machen werde, einfach weil ich dann Möglichkeiten habe, eben das zu verändern. Und es kommen ja dann mit der Zeit noch andere Häuser dazu und da muss ich dann auch noch eben eine GND-Anschluss habe ich zwar, bei denen habe ich gesehen 3, aber irgendwann wird das zu wenig werden und da weiß ich nicht, ob das dann funktioniert, wenn ich dann, da muss ich mich jetzt schlau machen, den GND einfach mehrmals verwende und das geht dann mit dieser Steckverbindung. Es ist einfach mit dieser Steckerverbindung am leichtesten. Ich werde mir da jetzt eine Platte besorgen, zumindest draußen ein von den Holzplatten, was wir haben, eine zuschneiden oder eine kleine suchen und das aufkleben und dann werden wir das anschrauben. Da gibt es 3 Schraubenmöglichkeiten, damit es auch nicht so verrutscht. Ja, das ist nicht so jetzt die nächsten Schritte, die ich machen möchte und wie das dann hoffentlich funktioniert und klappt, das möchte ich euch dann zeigen. Als nächstes zeigen.